Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Wir begeben uns heute in den Wald, um die Spuren der Perlims zu verfolgen. Mein Name ist Kathi und das mache ich zum Glück nicht alleine. An meiner Seite der Johannes. Hallihallo. Moin, moin. Und wir reden heute über den brasilianischen Animationsfilm Das Geheimnis der Perlims, der jetzt demnächst in den Kinos startet. Und ich habe gesagt, wir fangen mal mit dem Offensichtlichen an, da es doch ein Animationsfilm ist, und zwar mit dem Stil. Wie hat denn dir der Stil gefallen? Ja, der Film fängt ja, also erstmal muss man, das ist ein Film, wo man, glaube ich, erstmal am Anfang sagen muss, hier muss man eine Warnung für EpileptikerInnen geben. Oh, ja. Weil auch wenn der Film an sich sehr ruhig und sehr langsam ist, ist das Intro mit ganz viel schnell Farbwechseln und ich glaube, das könnte EpileptikerInnen triggern, deswegen da kurzer Hinweis. Das ist ein guter Punkt, das wollte ich auch noch sagen, ja, weil am Anfang will ich so nur so Farbe nach Farbe nach Farbe in, weiß nicht, Millisekundentakt, und damit auch so gesessen war, so okay, das ist viel. Genau, richtig. Ansonsten ist das hier ein wirklich, also ruhiger Film, der, also ich finde, der sieht wirklich aus wie so ein verfilmtes Bilderbuch, weil es ja auch ganz viele Szenen gibt, auch am Anfang dann, wenn so ein Off-Erzähler erzählt, ne? Ja. In Slow Motion kann man schon fast gar nicht mehr sagen, das sind so gefühlte Standbilder, die ganz langsam sich bewegen und das machen sie alles in so super bunten, schönen Farben und auch wenn ich Kunst-LK hatte, ich wüsste jetzt nicht, wie ich diesen Stil beschreiben könnte, außer irgendwie expressiv. Hast du dafür eine bessere Formulierung? Nö, Kunst und ich meine, interessiert mich zwar, aber ich habe keine Ahnung davon. Das ist meistens Story of my life, aber hey. aber ja, Ich finde den auch wunderschön. Also der ist sehr bunt und ich finde auch den Kontrast zwischen, wir kommen gleich dann zur Story, aber zwischen so, wie der erzählt und dann die Farben ist ein heftiger Kontrast, weil er ist wirklich sehr langsam teilweise, aber es fehlt nie am Bild. Also es ist immer alles sehr bunt und sie reisen irgendwie in welche Wolkenreiche und durch Wälder und durch was weiß ich. Und es ist alles immer sehr bunt und sehr farbenfroh und nie langweilig, würde ich sagen, zumindest visuell nicht. Das stimmt, aber es bleibt auch alles immer so ein bisschen diffus. Also die Hintergründe sind, ne, verschwommen kann man nicht sagen, aber also man kann so bestimmte Strukturen mal erahnen. Wir wissen, dass wir in einem Wald sind oder man sieht Wolken, aber das verschwimmt so nach hinten. Das finde ich ganz interessant. Das hat dadurch wirklich was super Märchenhaftes. Das hat ja auch so ein bisschen der zweite, ich bin gerade Into the Spider-Verse, müsste der zweite gewesen sein. Der hat ja auch sehr, ist ja sehr radikal mit den Hintergründen und Farben gewesen. Mhm. Der hier bleibt in einem Stil, aber finde ich, also man sieht dann im Vordergrund mal einen Baum, aber was dann im Hintergrund so wabert, das weiß man manchmal gar nicht. Das stimmt, ja. Gut, dann hätte ich gesagt, kommen wir mal zu Stars. Um was geht's überhaupt? Es geht um zwei Geheimagenten, ein aus dem Welt der Sonne und ein aus dem Welt der Mond, die heißen Clay und Bruno. Und das eine ist ein Fuchswolf, ich bin mir nicht ganz sicher, sagt, das ist ein Wolf, schaut aber eher aus wie ein Fuchs oder ein Eichhörnchen. Das andere ist ein Mondbär, also ein Bär, Mondbär. Und die haben beide die Aufgabe, obwohl sie von verschiedenen Reichen kommen, haben sie beide die Aufgabe, den Wald zu beschützen, weil der von den Riesen, was natürlich Menschen sind, geflutet werden soll oder zunichte gemacht werden soll. Und die namengebenden Perlims sollen die einzigen sein, die eben diese Katastrophe da verhindern können. Und das klingt, finde ich, am Papier wie so ein ganz normaler 0815. Klar, am Anfang streiten sie sich und dann Freundschaft und das große Ganze bringt sie zusammen und dann arbeitet zusammen und genau das passiert auch. Ich muss aber leider sagen, dass ich, so schön ich die Visuals auch fand, dass ich wollte mit denen auch anfangen, weil ich den echt wunderschön finde, der, glaube ich, auf der Leinwand nochmal richtig gut wirkt. Aber die Story, ich meine, klar, es ist eindeutig ein Kinderfilm. Das merkt man daran, wie die Charaktere reden, das merkt man daran, wie Konflikte gelöst werden oder welche Konflikte es gibt. Das ist eindeutig ein Kinderfilm, aber ich finde trotzdem, dass die Story leider sehr repetitiv ist und auch nicht wirklich stringent. Also manchmal sind sie auf einmal da und dann ohne das, was passiert oder ohne dass irgendwas, ich will es nicht erklärt, aber dass irgendeinen Grund dafür gibt, ist aber mal anders und sie reden auch nicht wirklich drüber, warum sie, also klar, warum sie verfeindet sind, auf einmal
sind sie dann doch befreundet, aber das passiert so von einer Sekunde auf die andere, ohne dass es da wirklich eine richtige Entwicklung gibt. Ich weiß nicht, ob es dir da anders ging. Ja, ich war erstmal irritiert, was dieser Film von mir möchte, weil wenn man sich die Trailer anguckt und auch der Beginn des Films, das sieht halt irgendwie aus wie so eine Fabel mit halt zwei Wesen, die, wie du sagst, irgendwie angelehnt an Wolf, Bär, Fuchs oder sowas sind. Und irgendwie ist der Film das auch, aber so wie der Film erzählt, also am Ende wird das aufgelöst, das spoilern wir jetzt nicht, aber ich finde, das hat gepasst, aber ich habe es auch irgendwie... Also ich bin sonst sehr schlecht darin, aber ich habe das irgendwie erwartet, weil wie auch diese beiden immer von sich erzählen, die, also dann kommt das und dann das. Oh, ich kann natürlich noch meine Augen zum Leuchten bringen und der Böse ist Goldglanz und er ist böse und er macht das. Also das wirkt alles wie so eine Kindererzählung. Du hast schon gesagt, das ist ein Kinderfilm und irgendwie finde ich das auch sympathisch. Ich habe mich allerdings auch irgendwie gefragt, funktioniert der noch bei Kindern? Also ich habe überhaupt keinen Überblick über die aktuelle Generation, die jetzt irgendwie, ne, ich weiß nicht, ob der Film ab 0 oder ab 6 freigegeben wird, aber um den Dreh wird es sein. Ich weiß gar nicht, weil der so langsam ist, also es ist gar nicht irgendwie kulturpessimistisch gemeint nach dem Motto, oh nein, die Jugend, die hat gar keine Aufmerksamkeit mehr, sondern einfach ganz reell, was so Sehgewohnheiten angeht. Und da weiß ich auch nicht. Ich weiß, was du meinst und vor allem er kann ja langsam sein, aber ich finde, er erzählt dann halt leider auch nicht wirklich was. Und ich meine, der Film heißt Das Geheimnis der Perlims und irgendwie reden sie auch, ich meine, okay, er geht auch nur 70 Minuten, also auch nicht lang oder 80 Minuten, aber sie reden halt auch irgendwie gefühlt 65 Minuten um einen heißen Brei herum. Und es tut sich irgendwie nichts, außer dass sie halt mal von A nach B gehen und dann, oh, da ist was. Und auf einmal sind sie woanders, man weiß nicht wirklich warum oder wieso oder... was die ganze Motivation hinter dem allen ist, hat mir ein bisschen gefehlt da, so, warum sie das alles machen und warum sie jetzt genau dorthin gehen oder wie sie zu diesem Radio kommen und warum sie auf einmal jetzt beschließen, zusammen zu arbeiten, das ist auf einmal, machen sie es, ohne dass da wirklich darüber geredet wird oder ohne dass sie wirklich darüber das zeigen, was da passiert oder was ihre Gedankengänge sind. Das fand ich ein bisschen schade, weil an sich gibt das ja genug Potenzial her, diese zwei Figuren und auch die ganzen wunderschönen visuellen Spielereien, auch ganz am Anfang, also klar, ist immer so ein Reich der Sonne und Bruno ist ein Reich des Mondes und ganz am Anfang gibt's, wenn sie sich erst einmal treffen, gibt's wunderschöne Szenen, wo klar, die ganze Zeit im Schatten ist und Bruno in der Sonne ist, so, da merkt man schon, okay, sie haben doch vielleicht mehr gemeinsam, als sie anklingen lassen wollen, aber das hat mich, also ich finde den wunderschön und finde den echt toll, aber von der Story her hat man leider nicht, hat mich nicht gepackt und hat mir nicht gefallen. Ja, er lässt sich halt auch sehr, sehr viel Zeit für das. Also ich verstehe das auch wie du, ne? Also es ist halt irgendwie sympathisch, ne? Dieses, okay, sie sind Feinde am Anfang und dann freunden sie sich an. Und das ist ja auch irgendwie sympathisch. Das ist eine klassische Story, die irgendwie, glaube ich, universell verständlich ist. Und nach, das versteht man auch. Aber der lässt sich halt so viel Zeit dafür. Und es wird dann halt auch relativ schnell klar, ne? Okay, wer sind die Riesen? Worum geht es hier? Das ist so eine klare Öko-Botschaft, es geht hier um Naturzerstörung, Klimakatastrophe etc. pp. Das finde ich auch gar nicht problematisch, dass das irgendwie relativ schnell, glaube ich, zumindest für uns klar wird. Das ist natürlich die Frage, wie das für ein jüngeres Publikum ist. Ja, das finde ich auch voll okay. Aber wenn der Film eigentlich spannend wird, nämlich in den letzten 5 Minuten, dann endet der Film einfach. Ja. Und das finde ich so schade, weil was dahinter steckt, hinter dieser Geschichte, und man muss auch sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, was Perlims sind. Ja, genau, das meine ich hier. Ich hab nicht das Gefühl, dass der Film heißt, ich glaube im Original sogar nur Perlims, und die spielen keine, also nicht wirklich eine Rolle, klar ein bisschen, aber ich hätte eigentlich auch nicht gedacht, dass damit der Film endet, dass davor hätten sie in, weiß nicht, 10 Minuten erzählen können und dann wäre doch der interessante Part kommen jetzt, was ist mit diesem Perlims, was passiert danach, aber das hört einfach auf da und ich finde, das ist auch eigentlich für einen eindeutigen Kinderfilm, finde ich das ein hartes Ende am Schluss dann. Ja, voll. Also da hätte man vielleicht sagen können, den hätte man ein bisschen ja ernster noch konstruieren können, dass man den dann vielleicht so irgendwie in der Schule oder sowas bespricht, weil dann bietet so ein Ende ja irgendwie einen Anstoß für Diskussionen. Aber so ist es am Ende fast auch so ein bisschen Behauptung, weil diese klaren Botschaft nach dem Motto, wir müssen unsere Natur retten, die haben wir alle schon x-mal gehört. Gut, natürlich, die Gesellschaft verändert sich trotzdem nicht, aber das eigentlich Politische, was am Ende angedeutet wird,
das wird irgendwie dann nicht ausformuliert und da frage ich mich eigentlich, es ist schade, weil das wäre eigentlich mutiger gewesen, sich damit so auseinanderzusetzen, auch irgendwie ne, mit gerade, also ne, Brasilien hatte ja in den letzten, beziehungsweise Bolsonaro ist auch schon ein bisschen weg vom Fenster, also er ist nicht mehr Präsident, er ist immer noch da leider, aber vor so bestimmten politischen aktuellen Geschehnissen wäre das super interessant, aber das macht der Film dann nicht. Ja, und dabei spricht er das alles an, er spricht ja auch Krieg und sowas an, aber das bleibt dann eher auf der Strecke, weil dann, wo es interessant wird, wo man sich diesen Themen tatsächlich gescheit widmen könnte, ist es dann halt leider aus. Und ja, da meinst du, das könnte dann vielleicht auch irgendwie ein Anstoß zum Gespräch oder so sein, aber dafür glaube ich auch, bis man vor allem solche Themen richtig mit Kindern in der Schule besprechen kann, ist der Film, glaube ich, dann auch zu kindlich in den ersten 99%. Und der ist halt irgendwie, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das irgendwie so ein experimentaler Kinderfilm ist, weil ich finde, der ist ja so minimalistisch, das ist ja schon, glaube ich, auch einfach eine Einstiegshürde und dafür macht er dann am Ende, wenn dann irgendwie noch plötzlich so eine dritte Figur mit reinkommt, will der denn doch auf einmal mehr erzählen, das habe ich gar nicht verstanden irgendwie, warum er das macht. Also ich hätte fast gesagt, der hätte entweder denn noch minimalistischer sein müssen, also wirklich einfach nur die beiden, die erkunden und einfach so vor sich hintreiben, oder man hätte dann halt wirklich eine Geschichte erzählen können, aber so ist es irgendwie so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, finde ich auch. Aber ich muss sagen, für mich hat der Film eins der wunderschönsten Zitate, die ich dieses Jahr gehört habe. Und zwar ist ganz am Anfang schon von Claire E., wo sie sagt, dass, wie war das, eine Goldmedaille in Science Fiction. Und das fand ich sehr schön. Ja, das war, ich meine, das passt auch. Ich finde, es gibt immer wieder diese niedlichen Momente, auch wenn dieses, also es ist ja nicht wirklich ein Worldbuilding, aber dieses Worldbuilding der beiden Figuren, wie die das so aufbauen, das ist schon irgendwie charmant. Und es hat schon irgendwie, also es hat fast so ein bisschen sowas Traumreisemäßiges, oder? Also ja. Man darf nicht müde sein, wenn man diesen Film anfängt, weil sonst besteht, glaube ich, tatsächlich die Gefahr einzuschlafen. Also es ist jetzt gar nicht so nach dem Motto, oh, der ist so langweilig, aber irgendwie, weil der schon so einen ruhigen, meditativen Ton hat. Ja, absolut. Und ich finde, Traumreise beschreibt es ganz gut, weil auch mit den ganzen Farben und alles, das fühlt sich manchmal so an wie so ein ganz realistisch, also wenn man so träumt, dann so ganz Farben sind da passiert, was man weiß auch nicht mehr ganz, man kann sich nur noch an die Hälfte erinnern und es fehlt einem überall Stück und genauso fühlt sich der Film irgendwie auch an. Ich finde, Traumreise ist eine gute Beschreibung dafür. Gut, dann hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest. Nö, also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so negativ klangen. Ich glaube, also irgendwie will man den ja schon mögen, oder? Also ich bin sehr zwiegespalten. Ich verstehe dich da. Ich finde den auch, wie gesagt, visuell finde ich den wunderschön. Ich mag den von seinem Stil her und auch, ich finde die Botschaft auch richtig und wichtig und vor allem immer auch neue Generationen da nochmal dran zu erinnern und das nochmal zu wiederholen. Das finde ich auch vollkommen okay. Aber im Großen und Ganzen wollte ich ihn mehr mögen, als ich dann mochte, leider. Ja, das geht mir eigentlich auch so. Gut, aber nichtsdestotrotz, wenn der im Kino bei euch läuft, geht rein, schaut euch an, bildet eure eigene Meinung, weil ist auch natürlich stark subjektiv, was wir hier reden. Und wenn ihr das getan habt und anderer Meinung seid oder gleicher Meinung, dann lasst uns gern wissen, entweder über Insta oder auch gern über unseren Discord-Server, wo ihr uns gerne finden könnt und damit uns darüber diskutieren könnt. Und ansonsten findet ihr den Telestamm durch überall sonst, wo es Likes gibt. Ich bedanke mich bei dir, Johannes. Danke dir. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.